Ich hab's schon mal aufgeschrieben. Lesen könnt ihr selber. 1, 2, 3. Allen guten Dinge sind 3. Und spannendes Thema, sehr spannendes Thema, weil ich mich mit diesem Thema schon lange beschäftige. Ich möchte euch auch erklären, warum ich mich genau mit diesem Thema Achtsamkeit, Meditation und Unitas des Gehirns beschäftige. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Mit diesem Thema, ich bin seit 30 Jahren in der Fitnessbranche, Trainingsplanung, Ernährungsplanung. Das ist sogar über Jahrzehnte hinweg mein Steckenpferd. Und seit 3 bis eher 4 Jahren hat sich so meine Vorgehensweise etwas geändert. Hintergrund ist der, dass es darum geht, dass ich ja mit Menschen zusammenarbeite, die langfristig sich gesund ernähren wollen, langfristig in ihre gesunde Zukunft investieren möchten, langfristig durch Bewegung, durch gesunde Ernährung dafür sorgen, dass sie sich einen hohen Lebensluxus erarbeiten bis ins hohe Alter. Denn die Gesundheit ist letztendlich der wahre Lebensluxus. Denn alles andere ist nichts mehr wert, wenn wir nicht mehr gesund sind. Deswegen ist auch dieses Thema so hochinteressant. Denn wenn ich Coaches habe und die beschäftigen sich mit gesunder Ernährung und die beschäftigen sich mit regelmäßiger Bewegung, wer ist dann letztendlich dafür verantwortlich, dass man das langfristig umsetzt? Das Blatt Papier, die mehreren Blätter Papier, wo drauf steht Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ist es der Trainingsplan, wo drauf steht diese Übung mit der Wiederholungszahl, diese Ausdauereinheit so und so lang? Ist das der Faktor, der dazu beiträgt, dass diese Menschen Erfolg haben werden? Nein, ist es eben nicht. Das ist nur ein Medium. Und ob das funktioniert, dafür ist dieses kleine Ding zwischen unseren Ohren, ungefähr so eine groß wie eine Melone, zwischen 1280, bei den Ladies eher 1280 und bei den Männern 1340 Gramm großes Gehirn. Das ist dafür ausschlaggebend, ob ein Vorhaben letztendlich von Erfolg ist oder nicht. Und deswegen ist die Frage, wie schaffen wir es, dass unser Gehirn das, was wir tun, erstmal ernst nimmt und zweitens auch langfristig umsetzt. Wie kriegen wir unser Gehirn dazu? Denn ausschlaggebend, wie es funktioniert und nicht funktioniert, ist immer unser Gehirn. Wo wir landen, ob wir glücklich sind, unglücklich sind, reich, arm sind, arm glücklich, reich glücklich, reich unglücklich, arm unglücklich, in der Beziehung glücklich, unglücklich, ist immer unser Gehirn. Es ist immer unser Gehirn. In diesem kleinen Scheißding, da ist der Schlüssel des Glücks, der Schlüssel des Erfolgs, der Schlüssel der Glückseligkeit, der Schlüssel der Gesundheit verankert. Ja, der ist da drin. Deswegen ist die Frage, dieses kleine dämliche Hirn, was manchmal ja nicht das macht, was wir gerne hätten, das macht ja manchmal richtig viel Scheiße. Wisst ihr aber warum? Weil es es kann. Wisst ihr warum? Weil es es kann. Ganz einfach. Wir haben am Tag 60 bis 70.000 Gedanken. 60 bis 70.000 Gedanken. Ich schreibe es nicht auf, könnt ihr euch merken. 60 bis 70.000 Gedanken. Ich schreibe es drauf aus. Achtung. Wir machen einfach mal, 65.000 Gedanken. Okay. Und da davon sind circa, Achtung, 8.000 bis 10.000 Gedanken sind sinnvoll, die sind zielführend, die brauchen wir. Und jetzt kommt noch was Faszinierendes. Also wenn wir mal 10.000 wegrechnen, dann sind wir bei 55.000 Gedanken, okay, sind dann für die Katz. 55.000 Gedanken sind nicht zielführend, die werden einfach von unserem kleinen dämlichen Hirn produziert. Und das Faszinierende ist auch noch, pass auf, jetzt wird es noch interessanter. Und circa 80% dieser unsinnigen Gedanken sind die gleichen. Krass, oder? Was dieses kleine dämliche Ding macht? 80% sind immer die gleichen. Das sind auch manchmal noch Scheißgedanken. Richtig beschissene Gedanken.
Gedanken aus der Vergangenheit, ständiges Grübeln, was unser Gehirn die ganze Zeit belästigt. Überleg doch mal, jetzt gerade, wo du zuschaust, denkst du gerade? Dann, wenn ich ruhig bin, fängst du an, noch mehr zu denken. Jetzt überlegt mal, wenn wir es hinbekommen, dass wir einen Anteil dieser Kack-Mist-Gedanken reduzieren, dass wir es hinbekommen, dass wir sogar solche negativen Gedanken, solche ständigen Grübeln aus der Vergangenheit von Dingen, die schon längst passiert sind, die wir nicht mehr ändern können, dann auch Dinge in der Zukunft, wo wir darüber nachdenken, wo wir noch gar nicht wissen, ob es tatsächlich so wird und uns das schon fickt von morgens bis abends. Wenn wir das eliminieren, reduzieren können, wisst ihr, was wir vom Potenzial in unserem kleinen Hirn haben? Wisst ihr, wie viele Ressourcen da frei werden? Wisst ihr, was für ein Potenzial wir da oben haben? Krass, oder? Ja, jetzt fällt der Groschen, oder? Alter, 80% Scheißgedanken, 80% Gedanken aus der Vergangenheit, 80% ständiges, verdammtes Grübeln über Sachen, die wir nicht mehr ändern können. Alter, doof, oder? Und wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das zu ändern? Ganz einfach, schaut mal hier. Achtsamkeit, Meditation, Unitas des Gehirns. Sich ganz bewusst auf Ruhezeiten des Gehirns einlassen. Tief atmen. Den Atem verfolgen, wir nach innen gehen in die Lunge, anhalten, stopp und ausatmen. Das war jetzt schon eine Unitas-Zeit. Ich war gerade nur in mir, in der Atmung. Ich war im Hier und Jetzt. Ich war nicht in der Vergangenheit. Ich war nicht in der Zukunft. Ich war im Hier und Jetzt. Und jetzt, was ist in dieser Unitas-Zeit nicht möglich? Wenn man es kann. Wenn man es übt. Wenn man es als Training sieht und regelmäßig daran arbeitet. Richtig. Man hält das Gehirn frei von negativen Gedanken. Weil in dem Moment, wenn wir es schaffen, im Hier und Jetzt zu bleiben, im Körper, in der Meditation, kann unser Gehirn keine scheiß Gedanken produzieren. Es will zwar die ganze Zeit diese scheiß Gedanken produzieren, dieses ständige Grübeln, aber durch unser Gefühl, durch unser Fühlen halten wir unser Gehirn frei von Gedanken. Das ist die Unitas-Zeit. Die Unitas-Zeit fürs Gehirn. Und was sorgt es dafür? Dass diese 80% runtergehen, dass wir weniger schlechte Gedanken haben. Und in dieser Zeit kann unser kleines, süßes Gehirn sich regenerieren. Kreativität wird besser. Die Leistungsfähigkeit wird besser. Die Aufnahmefähigkeit unseres Gehirns wird besser. Unsere Stressresilienz nimmt zu. Wir haben mehr Brainpower. Und das durch eine ganz einfache Maßnahme. Nein. Keine Tablette. Nein. Keine Brille. Nein. Nichts. Außer wir selber und unserem Körper. Macht mal mit. Macht mal gerade mit. Also, ihr atmet jetzt über die Nase ein. Wenn ihr einatmet, fühlt ihr den Atem, wie er in den Nasenflügeln entlang geht. Und dann spürt den Atem, wie er runtergeht. Über die Luftröhre in die Lunge. Unten bleibt er hängen. Bleibt stehen. Und dann geht der Atem wieder raus, über den Mund nach außen. Ihr verfolgt den Atem, ja? Das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Und ihr achtet nur auf den Atem. Ihr fühlt den Atmen. Ihr seid hier und jetzt. Spürt ihr das?
Das Gehirn war frei von Gedanken, wenn du es richtig gemacht hast. Wenn es nicht geklappt hat, ist es normal. Warum? Weil es für dich normal ist, die ganzen Gedanken zu produzieren und weil es eine Herausforderung ist, keine Gedanken zu produzieren. Das Geheimnis der Meditation ist, gedankenfrei zu bleiben. Das ist die größte Herausforderung überhaupt. Wenn ihr Mönche, wenn ihr Profis im Meditieren trefft und sie fragt, wie lange man braucht, 25 bis 30 Jahre, um es perfektionieren. Also bitte keine Erwartungshaltung, ich habe jetzt dreimal eingeatmet, jetzt habe ich schon Meditation gelernt. Das ist alles eine Frage der Übung. Deswegen, Achtsamkeit, Meditation und Unitas-Zeiten sind immer Entspannung für unser Gehirn. Unser Gehirn hat natürlich eine gewisse Leistungskapazität. Und es ist krass, was dieses Teil überhaupt kann. Und es ist krass, was wir Menschen mit diesem Ding alles anstellen. Und es ist krass, dass wir vergessen, dass dieses Teil auch zwischendurch mal eine Auszeit braucht. Dabei geht es nicht darum, dass wir stundenlang im Eck sitzen, im Schneidersitz mit Räucherstäbchen und vor uns hinzoomen, kann man auch machen, wer kann, sondern dass wir unserem Gehirn öfters mal eine Auszeit geben. Öfters mal weggehen von dieser digitalen Überflutung, weggehen von dieser Information, von dieser Reizüberflutung. Einfach uns mal jeden Tag eine kleine Auszeit gönnt, eine Achtsamkeitszeit. Eine Unitas-Zeit des Gehirns gönnt. Und das kann man machen, das erkläre ich euch, wie ihr da am besten vorgeht. Wie ihr da euch reinarbeitet, wie ihr daraus eine Routine macht. Das ist heute meine Aufgabe, denn ich persönlich habe es über 3-4 Jahre immer wieder probiert. Es war sauschwer für mich, es war unglaublich schwer für mich, weil ich jemand bin, der ständig denkt, der ständig grübelt, der ständig hinterfragt, der manchmal Sachen hinterfragt, wo man sich fragen muss, Alter, hast du noch alle Tassen im Schrank? Es wird besser, umso älter ich werde. Aber es ist immer noch anstrengend. Aber ich habe es geschafft, mir jetzt meine Auszeiten zu schaffen. Und diese Auszeiten sind sensationell. Und diese Auszeiten können zum Suchtfaktor werden, weil diese Unitas-Zeiten, diese Ruhezeiten, diese Entspannung, die ist so geil. Es gibt keine Tablette auf dieser Welt, die das bewirken kann. Und vor allem, wenn man es eine Zeit lang geübt hat und man erkennt die Macht, die man hat über sich selber, das ist mega, das ist sensationell. Ich sage es nochmal, die Macht über sich selber. Nicht die Tablette übernimmt die Macht, nicht irgendein Strom, was ich anschließe, nicht irgendein Gerät übernimmt die Macht, sondern wir selber. Wir selber haben die Kraft, unser Gehirn zu steuern. Wir selber haben die Kraft, die Gedanken zu sortieren. Wir selber sind in der Lage, dafür zu sorgen, wie es uns geht. Sind wir gut drauf, sind wir schlecht drauf? Haben wir Energy, haben wir keine Energy? Und jetzt überlegt euch mal, welche Macht wir besitzen. Wir können unser Gehirn trainieren. Wir haben die Kraft und die Macht, unserem Gehirn das Richtige beizubringen. Im richtigen Moment. Wir haben die Macht, unser Gehirn zu benutzen und es nicht einfach das tun lassen, was es gerne hätte. Natürlich ist das Training, das geht nicht von heute auf morgen. Natürlich nicht. Geht nicht. Das ist Training. Ich habe jetzt insgesamt dieses Jahr schon knapp 500 Meditationseinheiten der Länge von durchschnittlich 10 Minuten. Reicht das? Ja, 10 Minuten Durchschnitt, 10 Minuten mit 500. Ich mache keine langen Meditationen. Ich mache ab und zu lange Meditationen von 20 Minuten. Ich mache aber hauptsächlich 10 Minuten, manchmal 15, manchmal nur 5. Ich baue die auch, anfänglich habe ich mir die genau strukturiert eingebaut, morgens, mittags, abends. Zwischenzeit, nachdem ich sie jetzt als Routine habe, nachdem ich sie jetzt nicht mehr vermissen möchte, indem ich jetzt keine Entscheidung mehr treffen muss, dass ich sie machen möchte, lasse ich die einfließen und sensationell. Ich kann euch sagen, sensationell. Vielleicht noch ein Tipp. Ich bin noch nicht perfekt darin. Ich möchte auch nicht perfekt sein. Es ist für mich meine Lebensaufgabe, beziehungsweise es ist meine Aufgabe 2019, war das meine Herausforderung. Ich habe mir im Januar 2019 gesagt, Andreas, du kannst so viel zwischenzeitlich. Aber diese Unitas-Zeit, diese Gehirnruhe, das ist immer noch eine Herausforderung. Du fixst dich manchmal so mit deiner Denkerei, dass es für dich
sich nicht gut anfühlt. Das fühlt, ihr wisst es ganz genau, wer keine Ruhe im Gehirn hat, kann nicht schlafen. Wer keine Ruhe im Gehirn hat, kann sich nicht fokussieren. Wer keine Ruhe im Gehirn hat, ja, der kommuniziert auch ganz anders. Menschen, die Ruhe im Gehirn haben, die haben eine andere Ausstrahlung. Die sind fokussiert, es sind hier und jetzt. Und viele Menschen, die das nicht können, die reden mit anderen Menschen und denken dabei. Der andere gegenüber spürt es und denkt, der ist nicht da, der hört man nicht zu. Deswegen sensationell. Und wie ich mir das beigebracht habe und Tipps für euch, was ihr damit machen könnt, wie ihr es machen könnt, möchte ich euch jetzt geben. Also, wir wollen versuchen, dem Gehirn Ruhezeiten zu geben, Unitaskzeiten zu geben, dem Gehirn beizubringen, dass es natürlich auch einmal Ruhe haben darf. Denn in diesen Ruhephasen, wenn das Gehirn nichts tun muss, ist es wie ein Bizeps, wie ein Muskel, kann er sich ausruhen, um dann beim nächsten Mal wieder maximal Leistung zu bringen. Überfordere ich einen Bizeps einen ganzen Tag lang, dann funktioniert er am nächsten Tag nicht, vielleicht sogar zwei Tage nicht. Wird mein Gehirn ständig überfordert, leidet die Kreativität und leidet die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Wenn wir unser Gehirn ständig überfordern, kommunizieren wir ganz anders. Wir treffen vielleicht sogar falsche Entscheidungen, weil wir unserem Gehirn nicht zwischendurch auch mal die Auszeit geben, durch Meditation, durch Achtsamkeitstraining, durch Unitaskzeit, durch ein tolles Hobby, durch Sport, durch Mountainbiken, durch eine Briefmarkensammlung. Gut zuhören, bitte. So, also einmal umdrehen. Wie macht man das am besten? Ich brauche meinen Stift. Wie macht man das am besten? Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist erstmal Nummer 1. Welche Methode mache ich denn eigentlich? Atemtechnik, Tiefenentspannung. Gibt es ganz viel Augen zumachen, visuell unterstützt durch eine Mandala, durch ein Bewegungsmuster, was mein Gehirn ablenkt, durch schöne Musik, die mich ablenkt, durch Gesang aus dem Indischen. Da gibt es also ganz viele unterschiedliche Sachen. Das muss man ausprobieren. Da gibt es keine Garantie, was funktioniert. Ich persönlich mache ein sogenanntes Herzvariabilitätentraining. Da bin ich angeschlossen am Ohr und da wird mein Puls gemessen und ich sehe von einem Herzschlag zum anderen, wie lange dauert der. Und dann gibt es eine Variable und wenn man dann im richtigen Bereich ist, ist man grün. Wenn man im etwas schlechteren Bereich ist, blau. Wenn man im ganz schlechten Bereich ist, in rot. Und so sehe ich ganz genau, ob das, was ich gerade tue, auch Sinn macht. Und da kann man erkennen, habe ich jetzt gerade Gedanken frei, habe ich jetzt gerade negative Gedanken. Sieht, dann kann man das langsam steuern. So, und da muss man als erstes mal rausfinden, Meditation oder Achtsamkeit. Welche Methode? Was soll ich da nehmen? Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich habe für mich rausgefunden, das Herzvariabilitätentraining ist für mich exakt das Richtige, weil ich nämlich genau ein Feedback bekomme, ob ich das, was ich tue, auch eine Wirkung hat für mich. Deswegen sensationell. Die Herzvariabilität werde ich unten einen Link reinsetzen, das Gerät, was ich habe. Das ist ein Infrarotmesser hier in Verbindung mit dem Handy mit einer App. Für mich sensationell. So, also erstmal rausfinden, welche Art von Meditation ist für mich die richtige? Nummer 2 ist auch hier ein Zeitmanagement. Zeitmanagement. Wann mache ich das überhaupt? Ich habe mir angewöhnt, dass ich es immer abends sowieso mache. Immer abends, bevor ich ins Bett gehe, mache ich das. Da mache ich auch meist die längsten Zeiten, dass ich teilweise 15 bis zu 20 Minuten mache. Mittags auch immer, anfänglich immer vor dem Mittagessen. Das heißt, ich habe immer so um 13.20 Uhr Mittagessen. Dann habe ich es um 13.05 Uhr, 13.10 Uhr gemacht und danach Mittag gegessen. Morgens habe ich es am Anfang immer gemacht vor dem Frühstück. Zwischenzeit lasse ich es einfließen. Also auch einmal gerade in der Anfangszeit das Zeitmanagement betreiben, 2 bis 3 Mal pro Tag zu einer fest fixierten Zeit. Eintragen in euren Terminkalender. Denn nur, wenn es ein wichtiger Termin ist und im Terminkalender stehen nur wichtige Termine drin, wenn da Kundentermine stehen, dann werdet ihr die Kundentermine einhalten. Ihr werdet niemals einen Kundentermin sausen lassen. Und ihr seid die wichtigsten Menschen in eurem Umfeld. Also bitte, einen wichtigen Termin eintragen in deinen Terminkalender. Und einhalten, die Regeln einhalten.
Und dann machst du 2 bis 3 Mal 15 bis zu 15 Minuten Herzvariabilitätentraining, Atemtechnik, Musik, Gesänge, Indisch. Da gibt es so viele Dinge, was man da machen kann. Und dann arbeitest du daran, dass du immer stoisch diese Einheiten einhältst. Wichtig ist am Anfang, wir dürfen nicht erwarten, dass das gleich von Anfang an funktioniert. Unser Gehirn ist in der Lage, uns immer wieder abzulenken. Die Herausforderung ist tatsächlich, immer das Gehirn frei von Gedanken zu lassen. Und wenn ich einen Atem habe und nur den Atem beobachte, dann ist der Atem dominant. Sobald ich den Atem vergesse, triggert mein Gehirn ab in andere Gedanken. Und deswegen ist es eine Herausforderung. Ihr dürft nicht die Erwartung haben, dass ich jetzt eine Woche lang meditiere, bis gleich wie es geht. Das ist Übung, nonstop Übung. Wie beim Body. Wenn du einen guten Body haben möchtest, wenn du eine gute Leistungsfähigkeit haben möchtest des Körpers, dann musst du langfristig trainieren. Das klappt nicht in 1-2 Wochen. Also auch hier langfristig planen und nicht gleich aufgeben. Auch wenn es nicht gleich klappt, auch wenn euch komisch ist dabei, gebt nicht auf, bleibt am Ball. Macht so lange, bis ihr daraus eine Routine generiert habt. Dann wird es viel einfacher. Also wir haben eine Meditation, Achtsamkeit und wir haben das Zeitmanagement als Nummer 3. Wie als Nummer 2? Wichtig ist auch wieder, ich kann zwischenzeitlich überall meditieren. Ich habe sogar während den Veranstaltungen mit Dirk Kräuter, wenn ich zwischendurch mal nicht auf die Bühne muss und meinen Einsatz habe, setze ich mich hin und fange an zu meditieren mit meinem Herzvariabilitätentraining. Und ich schaffe es, in den grünen Bereich zu kommen. Das ist dieser positive Entspannungsbereich. Schaffe ich da reinzukommen, obwohl außenrum Riesentopabo ist und obwohl ich bald wieder drankomme und vor 2000, 3000, 10.000 Leute mich bewegen muss, will, komme ich da in den entspannten Bereich. So, am Anfang ist es ganz gut, wenn man für das, was man hier tut, einen Rückzugsbereich hat. Gerade im Anfangsbereich ist es schön, wenn man einen Bereich hat, wo man sich wohlfühlt. Also im Zimmer, ein Sessel, eine Ecke auf dem Balkon, wenn es warm ist. Dass man immer so eine Ecke hat, wo geräuscharm ist, wo man nicht abgelenkt ist. So ein angenehmer Bereich. Das kann draußen sein, das kann in der Wohnung sein. Für mich ist ganz wichtig, dass es geräuscharm ist. Denn wir dürfen nie vergessen, unser Gehör ist immer eingeschaltet und gerade in der Anfangszeit kann das das Gehirn natürlich beeinflussen, wenn Geräusche da sind. Geräusche halt, die eben keine Musik sind, nicht angenehm sind. Quietschen von der Bahn, Beschleunigung vom Auto, ein schreiendes Kind. Irgendwann besteht die ganz große Wahrscheinlichkeit, das ist ja die Herausforderung bei mir, dass man sowas sogar ignorieren kann. Dass man sich so fokussiert auf die Meditation, dass egal was außenrum ist, dass es trotzdem funktioniert. Das ist Masterclass. Das kann man im Laufe der Zeit natürlich auch ausprobieren, aber im Anfangsbereich ist ganz gut, das ist meine Erfahrung. Rückzugsbereich, einen ruhigen Rückzugsbereich, wo du dich wohlfühlst, wo es dir gut geht. So, und das sind die 3 für mich hauptsächlichen Punkte, die wichtig sind, um regelmäßig Meditation, Achtsamkeitszeiten, Unitaskzeiten vom Gehirn. Achtsamkeit ist nichts anderes, wenn ich achtsam bin, damit ich hier und jetzt, Meditation ist für mich nichts anderes, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin im Körper, ich bin im Hier. Und Unitaskzeit, das Gehirn nennt unser Gehirn, ist ja den ganzen Tag über Multitask. Wir denken ja von einem Gedanken zu haben, wir haben ja oft ja viele verschiedene Baustellen in unserem Gehirn, die verarbeitet werden müssen. Und das sorgt natürlich dafür, dass unser Gehirn die ganze Zeit auf Highfire läuft. Also die ganze Zeit am Anschlag des Hamsterrads läuft so schnell, dass ihnen die Achse glüht. So, und diese Meditationszeiten, das sind die sogenannten Bremszeiten, das sind diese Auszeiten, Unitask. Das sorgt dafür, dass wir eben Parasympathikus und Sympathikus wieder angleichen. Der Parasympathikus ist natürlich das Bremspedal und der Sympathikus ist das Gaspedal. Und wenn wir die ganze Zeit im Hamsterrad sind und das Gehirn nonstop am Wursteln ist, am Verarbeiten ist und auch ständig negative Gedanken und alte Gedanken hat, ständiges Grübeln, dann fehlt das Bremspedal. Dieses Bremspedal funktioniert irgendwann nicht mehr und wir haben nur noch das Gaspedal da. Und das sorgt dafür, dass wieder unser Bremspedal funktioniert, dass wir diese Ruhezeiten reingehen. Wichtig ist natürlich auch für euch, dass ihr nicht hergeht und sagt, oh Gott, da habe ich jetzt gar keine Zeit dafür und oh Gott, jetzt, wenn ich das jetzt mache,
dann kommt meine Arbeit, bleibt meine Arbeit liegen und ich muss nur so viel machen. Das ist die falsche Einstellung. Denn ich kann euch eins garantieren, wenn ihr das regelmäßig macht, dann werdet ihr in der Zeit, wo ihr arbeitet, viel leistungsfähiger sein. Warum? Weil das Gehirn eine viel größere Kapazität hat. Jetzt in dem Moment, wo ich jetzt gerade hier stehe, ist natürlich die Sommerzeit. Es ist so, dass natürlich im Moment auch ich, ja, circa von 100% Termine bin ich bei 60% Terminen, weil viele im Urlaub sind. Und da muss ich natürlich, habe ich nicht die Zeit zu denken. Ich habe die Zeit natürlich auch, meinem Gehirn noch ein bisschen mehr Freiraum zu bieten. Und in dem Moment ist es unglaublich, wie kreativ ich wieder werde. Unglaublich, wie viele Ideen in meinem Kopf entstehen. Ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen, ich glaube, über 30 Filme gemacht. Also in den letzten 2 Wochen so viel gemacht, wie davor in 2 Monaten nicht, in 3 Monaten nicht. Und vor allem, ich habe das ständigste Handy in der Hand und gebe da meine Notizen ein, die neue Idee. Weil laut ploppt eine Idee auf, eine sagenhafte Idee. Und das ist sensationell. Das geht dann, wenn wir unserem Gehirn regelmäßig auch mal eine Auszeit gönnen. Deswegen ist es auch mal schön, am Wochenende in den Wald spazieren zu gehen. Deswegen ist es auch mal schön, am Wochenende, Sonntagnachmittag mal gar nichts zu machen, in die Luft zu gucken, ein schönes Buch zu lesen, in der Natur draußen zu sein, ja, ein schönes Hobby zu haben. Das sorgt dafür, dass unser Gehirn Unitaskzeiten dazu benutzt, um sich zu regenerieren. Und diese Regeneration sorgt wiederum dafür, dass wir viel mehr Leistungsenergie haben. Denn unser Körper leistet nur das, was der Geist sagt. Und das, was da rauskommt, was wir kommunizieren, kommt von unserem Geist. Die Entscheidungen, die wir treffen, sind Entscheidungen unseres Geistes. Und wenn dieser Geist klar ist, reinster Verstand vorhanden ist, dann werden wir in der Regel auch Entscheidungen treffen, die gesund sind für uns. Sei es in der Bewegung, sei es in der Ernährung, sei es im Business. Deswegen auch ganz wichtig, zur gesunden Ernährung, zur regelmäßigen Bewegung gehört auch, richtig, das Training des Gehirns. Und nicht das Training, nur schwierige Bücher zu lesen, auch das ist wichtig, sondern auch mal dem Gehirn eine Auszeit gönnen. Eine Unitaskzeit. Freunde, ich kann euch eins garantieren, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt und ihr bleibt dran, ihr habt den Atem, dran zu bleiben, ich garantiere euch, ihr werdet einen Wahnsinnsspaß damit haben und ihr werdet damit unglaublich viel Erfolg generieren und vor allem unglaublich viel Lebensluxus generieren. Unglaublich viel Lebensglück. Garantiert, denn unser Gehirn hat die Macht, uns traurig werden zu lassen, uns glücklich sein zu lassen, uns vom Traurigen ins Glück reinzuziehen, uns vom Unglück ins Glück zu ziehen, uns von den tiefsten Depressionen ins Hurra zu ziehen. Die Fähigkeit haben wir, wenn wir nicht Spielball unserer Hormone bleiben wollen, sind wir dafür zuständig, unser Gehirn genauso zu trainieren, zu hegen und zu pflegen, wie alles andere auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und freue mich natürlich unten über Bemerkungen, über Feedback von euch, über Anregungen von euch. Her damit! Ich nehme sie gerne und verarbeite sie auch sehr gerne. Dankeschön und beste Grüße von Mr. T aus Karlsruhe, Andreas Trienbacher.